Bei diesem iPhone 11 Pro ist das Display im oberen Bereich gebrochen, die Frontkamera ist unscharf, das Gerät an sich funktioniert jedoch noch, trotzdem müssen wir heute das Display tauschen. Bei genauem Betrachten sehen wir hier, dass ein Riss genau über die Frontkamera geht. Das führt dazu, dass die Kamera auf diesen Riss hier scharf stellt und alles andere unscharf erscheint. Nach einem Displaytausch sollte das Problem gelöst sein. Um das Display nun zu lösen, müssen im unteren Bereich des Geräts zunächst zwei Schrauben entfernt werden. Dann haben wir hier auch schon das erste Problem. Die zweite Schraube wurde anscheinend bei einer anderen Reparatur schon abgedreht und ich kann diese nicht mehr entfernen. Da die Schraube selbst kaum aus dem Rahmen raussteht, kann ich auch diese nicht greifen, um sie mit einer Pinzette rauszudrehen. Nun müssen wir schauen, wie wir das Display gelöst bekommen. Normalerweise würde man jetzt so vorgehen, dass man einfach mit diesem Werkzeug einmal am unteren Bereich und an den zwei langen Seiten das Display vom Rahmen ablöst und dann kann man das einfach aufklappen. Hier müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir das teilweise anlösen und versuchen, dass wir hier dann die Schraube rausbekommen. Das Display selbst ist ja zum Glück schon defekt, deswegen können wir hier einfach mit etwas Druck das abbrechen. Dann sehen wir auch im Inneren, da sind diese zwei Ösen, da werden die zwei Schrauben durchgeschraubt. Der zweiten habe ich jetzt einfach so stark angezogen, dass diese weggeklappt ist und so konnte man das Ganze jetzt lösen. Dann geht es einfach weiter, indem wir mit unserem Öffnungswerkzeug an den langen Seiten entlang fahren. Dann kann ich das Display etwas nach unten ziehen und nach rechts aufklappen. Wichtig dabei, es geht nur in eine Richtung zum Aufklappen, da wir hier mehrere Kabel haben. Bevor wir jetzt das Display lösen können, indem wir hier diese Blechabdeckung, die mit Schrauben gesichert ist, entfernen, müssen wir zunächst hier diese kleine Abdeckung, die mit zwei Schrauben nur gesichert ist, entfernen. Darunter befindet sich dann der Anschluss für unseren Akku. Der muss aus Sicherheitsgründen zunächst abgesteckt werden. Das macht man am besten mit einer Pinzette, die nicht stromleitend ist, damit man beim Abstecken keinen Kurzschluss macht. Und zack, ist der Stecker lose. Jetzt ist das ganze Gerät stromlos und wir können bei unserem Display weitermachen. Dazu entfernen wir nun zunächst die restlichen Schrauben. Diese sollte man sich sortiert zur Seite hinlegen, da diese unterschiedlich lang sind. Sobald alle Schrauben gelöst sind, nimm einfach das Blech nach oben weg und kann dann die restlichen Kabel vom Display abstecken. Schon kann das Display vom Rahmen gelöst werden. In der Nahaufnahme kann man jetzt sehr gut den Riss erkennen über der Kameraabdeckung. Die Kamera schaut normalerweise von der Rückseite hier einfach durch das Glas durch und sieht natürlich aktuell diesen Riss und kann deswegen nicht scharf stellen. Die Kamera selbst ist jedoch hier an der Stelle mit dem Rahmen verbunden. Daneben haben wir zum Beispiel die TrueDepth-Kamera und die Infrarotkamera. Diese beiden gehören für die Face ID. Und nur diese Kamera ist für das Kamerabild zuständig. Von dem defekten Display müssen wir dann im oberen Bereich noch die Hörmuschel inklusive ein paar Sensoren ausbauen. Das ist notwendig, da nur mit den Sensoren, die hier an diesem Kabel mit dran sind, auch die Face ID später wieder funktionieren wird. Ein neues Kabel würde nicht funktionieren. Nachdem die Schrauben entfernt sind, kann man den Lautsprecher nach unten wegklappen. Vorsichtig, da befindet sich ein Kabel an der Seite. Um die Sensoren zu lösen, gehe ich hier vorsichtig drunter und hebele es ganz vorsichtig aus seiner Verankerung. Genauso wie hier links das goldene ist das Mikrofon. Das kann man auch von unten nach oben etwas raushebeln. Und bei dem dritten Sensor drehe ich mir das Ganze um, greife den seitlich und mit leichten Wackelbewegungen versuche ich, den nach oben rauszuziehen. Dann kann ich das Ganze vom Display ablösen und als Einheit rausnehmen. Wir haben zwar jetzt alles von unserem alten Display abgebaut, was wir benötigen. Das Display selbst brauchen wir jedoch noch, um die Daten davon zu lesen. Dazu wird das ganze Display an einem Programm angeschlossen. Ich habe hier einen für mehrere Modelle. Da muss man sich jetzt das 11 Pro raussuchen und steckt dann das Kabel an die entsprechende Stelle an.
Das Gerät erkennt dann unser Display. Ich gehe auf Read. Die Daten werden nun von dem Display auf den Programmer geschrieben. Danach kann das alte Display weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und unser neues Display kommt ins Spiel. Das steckt man nun an der gleichen Buchse an und klicken auf Write. Nun werden die Daten von dem Programmer auf das Display geschrieben. Das Ganze dient dazu, dass wir die TrueTone-Funktion beibehalten. Wenn wir das jetzt nicht programmieren, wird zwar das Display an sich funktionieren, jedoch TrueTone nicht mehr. Am neuen Display bauen wir dann unsere Sensoren wieder ein. Dazu positionieren wir das Ganze so, dass es hier über den drei Aussparungen liegt. Und dann kann man die Sensoren einfach wieder hier reindrücken. Sobald alles positioniert ist, klappt man den Lautsprecher wieder nach oben und verschrauben das Ganze mit den drei Schrauben. Das Display selbst ist nun fertig umgebaut und es geht am Rahmen weiter. Am Rahmen selbst befindet sich dann außen noch Reste vom Kleber. Diese müssen wir nun restlos entfernen, damit wir neuen Kleber aufbringen können. Bei einem normalen typischen Displayschaden würde man jetzt einfach den neuen Kleber schon aufbringen. Hier haben wir jetzt noch das Problem, da befindet sich überall Staub hier auf den Sensoren und Kameras. Das blasen wir jetzt erstmal mit Luft weg. Nachdem das Gröbste gereinigt ist, reinigen wir hier noch die Sensoren für die Face ID und von der Frontkamera. Das geht am besten mit einem Mikrofasertuch. Nach der Reinigung sollte das Ganze dann so aussehen. Danach benötige ich dann den neuen Kleber, passend für das iPhone 11 Pro. Auf einer Seite kann man eine Schutzfolie abziehen. Dann muss man auf die Orientierung achten. Die zwei Aussparungen kommen nach oben. Und dann positioniere ich das Ganze so, dass es außen sauber am Rahmen entlang läuft. Das Ganze kann man dann noch mal kurz festdrücken. Dann kann man den inneren Teil der Schutzfolie abziehen und auch die darunter liegende kleinere Schutzfolie kann man abziehen. Dabei ist darauf zu achten, dass hier nicht die Kleber wieder runterkommen. Das heißt, immer wieder stellenweise festdrücken, wenn ihr hier das Problem habt, dass sich der Kleber löst, und dann vorsichtig weiterziehen, bis ihr die ganze Folie entfernt bekommt. Nachdem die Kleber installiert sind, brauchen wir das neue Display. Das steckt man an allen drei Anschlüssen erstmal an. Dann zuletzt geben wir den Akkuanschluss drauf. Und dann verschrauben wir alle Abdeckungen mit den jeweiligen Schrauben wieder. Nachdem alles fixiert ist, klappt man das Display wieder zu. Im oberen Bereich haben wir dann drei Haken. Diese werden zunächst eingehakt und dann können wir das Display festdrücken. Die Schraube vom Anfang habe ich jetzt drin gelassen, beziehungsweise ich habe keine Möglichkeit gefunden, diese rauszunehmen. Aus optischen Gründen lassen wir die jetzt einfach drin. Was ich gemacht habe, ist einfach hier die zweite Nase vom Display abgezwickt. Dann kann man das Display trotzdem, dass die Schraube hier feststeckt, hier bündig ansetzen. Die zweite Schraube, die reicht als Sicherung aus. Das Display selbst ist ja sowieso verklebt und an mehreren Stellen eingehakt. Das dürfte sich nicht mehr lösen können. Und das Gerät funktioniert wieder, genauso wie die Frontkamera jetzt wieder richtig scharf stellt. Dann bleibt nur noch die Frage, warum ihr hier diese wichtige Nachricht zum Display bekommt. Dazu habe ich schon mal ein anderes Video gemacht, das habe ich euch hier oben verlinkt. Bis dann!